Schönen guten Tag, liebe Teilnehmer an diesem Videovortrag. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem hohen Norden und aus dem heute sogar sonnenverwöhnten Hamburg. Und ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten gern ein Thema vorstellen, das zumindest aus meiner Sicht dem durch Corona ausgelösten und beschleunigten Bestreben nach Digitalisierung häufig unbeachtet bleibt. Denn in den allerorten angebotenen Seminaren vom Trainer zum Live-Online-Trainer wird zwar der meist technisch dominierte Umgang mit Videoplattformen und VCs vermittelt, nicht aber der Paradigmenwechsel in den Aufgaben und Verhaltensweisen von Trainern und Personalentwicklern. Und dazu das heutige Thema, bei dem ich mich freue, dass Sie sich dafür interessieren. So, nun sehen Sie auch meine vorbereiteten Charts. Und das Thema des heutigen Tages ist vom Old School Trainer zum agilen Lernbegleiter. In dieser, insbesondere auch durch Corona getriebenen neuen digitalen Welt, nicht nur im Trainings- und Schulungsbereich, hat ja die Corona-Epidemie das, was hier zum Teil in Schulen in 5 Jahren oder auch in den Unternehmen in Jahren nicht gewirkt hat, innerhalb von 2 Wochen dann doch wesentliche Umbrüche gezeigt. Kurz darf ich mich vorstellen, mein Name ist Wolfgang Wienke. Ich habe also vor 40 Jahren ungefähr schon die Profitel Consult Partner Gruppe gegründet, die insbesondere in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre zu den marktführenden Anbietern im Customer Service Center und auch im Aus- und Weiterbildungsgeschäft gehörte, für rund um das Thema Kundenservice, Kundenbindung. Insofern gibt es viele, viele Jahre Erfahrung aus Marktforschung, Organisation, Kundenservice. Und insbesondere in den letzten 10 Jahren habe ich mich doch sehr eindeutig und sehr intensiv mit den neuen Lernwelten beschäftigt. Soweit zu meiner Kompetenz. Was will ich Ihnen heute vortragen? Ich zeige Ihnen einige aktuelle Ergebnisse aus der neuesten MMB-Studie. Wir fragen uns, wie denn die alte und die neue Welt der Trainer im Vergleich aussieht. Und was ist das Zauberwort Blended Learning, das heute in aller Munde ist? Und was bedeutet das auch für die Trainer? Und ganz zum Schluss noch einen kurzen Ausblick auf das Thema Methodik und Didaktik in dieser neuen Welt. Wenn man sich einmal die neuesten Ergebnisse der MMB-Studie, die ja die marktführende Studie ist, in der Learning-Welt, dann sehen Sie, dass hier bereits die oberen Kategorien, nämlich Videos und Erklärfilme, Microlearning, Blended Learning und auch mobile Anwendungen, alles Begriffe sind, die weit weg sind von dem klassischen Präsenztraining. Und das zeigt schon, dass wir uns wirklich in einem Umbruch befinden. Vielleicht noch hier ein Weg oder ein Ergebnis zu den Auswirkungen. Das heißt, praktisch 100% aller Befragten gehen davon aus, dass sich auch zukünftig die Bildung und Weiterbildung im digitalen Bereich entwickeln wird. Und diese Entwicklung wird auch eher die Stärken und weniger die Schwächen dieser virtuellen Form des Schulens und des Trainings deutlich machen. Zurzeit sind es, zumindest aus unserer Sicht, 5 aktuelle Themen zum Thema der Digitalisierung. Da ist einerseits das Thema, das wir heute besprechen wollen, nämlich vom klassischen Präsenztrainer zum Lernbegleiter. Wir haben dann das große Stichwort Blended Learning und was heißt das eigentlich? Wir haben das Thema Lerntransfer.
ein Thema, das Sie in derselben Reihe von Moving Stories von meiner Kollegin Frau Beate Mittendorf hören werden. Ein ganz entscheidendes Thema ist auch der Einsatz von Lernvideos. Und Sie sehen also, wir bewegen uns auf Welten oder auf Wegen, die nicht unbedingt die gleichen Themen beinhalten, wie sie noch vor wenigen Monaten typisch für den Präsenztrainer waren. Ich versuche Ihnen einmal eine kleine Story zu erzählen, die den Unterschied zwischen der alten und der neuen Welt der Trainer, zumindest aus meiner Sicht, ganz deutlich macht. In ihrem Mitarbeitergespräch hat die Mitarbeiterin Petra mit ihrer Führungskraft vereinbart, dass sie einmal etwas zu Konflikten machen sollte. Aus dem Weiterbildungskatalog sucht sich Petra ein entsprechendes dreitägiges Präsenztraining aus, das allerdings erst in 4 Monaten stattfinden wird. Der Trainer Peter, der für dieses Thema sehr erfahren ist, arbeitet er doch das Thema Konflikte in seinen Seminaren schon seit vielen Jahren auf. Deswegen bereitet er sich kaum noch auf die Trainings vor, da er ja weiß, welche Fragen kommen werden. Das ist die eine Story. Eine zweite Situationsbeschreibung sieht so aus. Lars, ein Kollege von Petra, steht vor einer anderen Herausforderung. In einer Woche findet die erste Feedback-Runde seines neu gegründeten Innovationsteams statt. Als Teamleader hat er die Aufgabe, diese Runde zu moderieren. So genau weiß er allerdings gar nicht, wie man ein gutes Feedback gibt. Deswegen freut er sich, als er im Intranet seines Unternehmens auf einen Online-Kurs zum Thema Feedback stößt. Er beginnt sofort mit der Bearbeitung und kann sich so gut auf seine Aufgabe vorbereiten. Ich denke, Sie haben schon ein Gefühl oder sogar ein sehr gutes Gefühl dafür bekommen, inwieweit sich diese beiden Situationsschilderungen voneinander abheben und wie sie eigentlich den Kern des alten Lernens und des neuen Lernens beschreiben. Und insofern ist es ja gut, dass Sie hier sind. Und ich hoffe, dass ich Ihnen in den nächsten Minuten auch dazu einige Erkenntnisse mit auf den Heimweg geben kann. Ja, da hat es schon viele Irrtümer in der Geschichte gegeben, im Zusammenhang mit Umbrüchen. So hat zum Beispiel Ende des vorletzten Jahrhunderts der Herr Daimler die Auffassung vertreten, dass Autos doch nur eine Modeerscheinung seien und man damit sicherlich kein großes Geld verdienen könnte. 1951 hat der Herr Sommerville als Radiopionier behauptet, dass das Fernsehen überhaupt keine Zukunft hätte. Das ist nur ein Strohfeuer. Und sogar 1995 hat Herr Bill Gates das Internet als nur einen Hype bezeichnet. 1995, das war gestern. Und vielleicht kann ich Ihnen an einer anderen kleinen Auflistung zeigen, wie schnell sich doch die Welt verändert und wie sehr digitale Konzepte dazu führen, dass neue Firmen gegründet wurden und diese neuen Firmen doch auch in einer gigantischen Geschwindigkeit zum Erfolg gekommen sind. Wüssten Sie, wer das weltgrößte Taxiunternehmen ist, das überhaupt keine eigenen Fahrzeuge besitzt? Ja, Sie haben recht, es ist Uber. Und das weltgrößte Hotel, das selber überhaupt keine Hotelhäuser besitzt? Ja, es ist Airbnb. Der größte Medienkonzern, der selber überhaupt keine Inhalte selbst erstellt. Sie zweifeln? Es ist YouTube. Die wertvollste Fotofirma, die selber keine Kameras baut. Instagram. Und das größte TV-Unternehmen, das selbst keine Kabel oder Satelliten betreibt oder Kabel verlegt,
ist Netflix. Und letztlich der wertvollste Einzelhändler, der überhaupt kein eigenes Inventar besitzt. Sie werden vermuten, es ist Amazon, aber das ist nicht richtig. Es ist Alibaba. Es ist der in China angesiedelte Wettbewerber von Amazon. Und das Erstaunliche an dieser Liste ist, dass keine dieser sechs Firmen bereits vor 20 Jahren existiert hat. Deutlicher kann man es eigentlich nicht zeigen, wie schnell sich Welten, insbesondere im Zusammenhang mit Digitalisierungsbemühungen, verändert haben. Dennoch haben wir heute in den Unternehmen eine Situation, die uns ja nicht grundsätzlich fremd ist. Der Kostendruck ist immer noch da und wird immer noch größer. Wir müssen immer schneller und kostengünstiger produzieren, gleichzeitig aber, weil der Wettbewerb in den meisten Branchen doch sehr ausgeprägt ist, bleibt es bei der Forderung nach hoher, insbesondere auch Servicequalität. Wir müssen auf der anderen Seite enorme Aufwendungen betreiben, um den Mitarbeitern entsprechendes Wissen für Produkte, für Systeme oder für Verfahrenshandling geben zu können. Denn ohne das können sie natürlich die Kommunikation mit dem Markt gar nicht betreiben. Dabei wird häufig aber an den Soft Skills, also insbesondere an der Fähigkeit, gute Kommunikation betreiben zu können, häufig gespart, obwohl doch Kommunikationsthemen so enorm wichtig sind. Denn der Eindruck, der bei einem Gesprächspartner hinterbleibt, ist häufig nicht, dass die gut dargestellte Sachschilderung zu irgendeinem Produkt oder einer Dienstleistung, sondern es ist die Art und Weise, wie der Gesprächspartner über dieses Thema mit dem Interessenten oder Kunden kommuniziert hat. Und das führt natürlich zu einer Ausgangssituation im Unternehmen, die berücksichtigen muss, dass es nur ein sehr knappes Budget oder auch Zeitbudget gibt für die Schulung und das Training der Mitarbeiter. Insofern müssen zukünftig die Maßnahmen sich wesentlich flexibler an der Verfügbarkeit der Teilnehmer orientieren. Die Maßnahmen müssen weiterhin kostengünstig oder immer noch kostengünstiger sein. Und insofern müssen die Chancen der Digitalisierung wahrgenommen werden. Und das Ganze muss sein, oder diese Qualifizierung muss damit nicht nur effektiv und effizient, sondern, und das ist das große Thema zurzeit, auch nachhaltig sein. Warum wird gerade dieses Thema der Nachhaltigkeit zurzeit so fokussiert? Weil wir inzwischen gelernt haben, dass das Vergessen eine so große Rolle spielt und wir nicht davon ausgehen können, dass wenn einmal etwas gelernt wurde, dass das dann auch zu dem Zeitpunkt noch verfügbar ist, wenn es jeweils gerade gebraucht wird. Wir müssen uns zukünftig fragen, was soll gelernt werden? Das Lernen muss also die Relevanz zum Arbeitsalltag haben. Es muss also einen direkten Bezug zur Anwendung im Tagesgeschäft haben. Und insofern ist ein Vorratslernen oder auch ein Theorielernen weniger angesagt, sondern wir müssen neben der theoretischen Vermittlung eines Inhaltes insbesondere auch die Anwendung dieses Wissens üben, damit es sich im Gedächtnis der zu Schulenden eingräbt und dann doch zu dem Zeitpunkt verfügbar ist, zu dem es
benötigt wird. Und die zweite Frage ist, wie soll gelernt werden? Lernen muss, das haben wir schon gesagt, flexibel, also agil sein. Es muss sich dem Umfeld oder den Rahmenbedingungen, die gegeben sind, anpassen. Und insofern braucht es eben verschiedenste Formate, die einerseits ein zeitnahes, ortsunabhängiges, individuelles oder auch kollaboratives Lernen ermöglichen. Und gerade diese unterschiedlichen Formate, die für das zukünftige Lernen herangezogen werden müssen und auch miteinander kombiniert werden müssen, führt dann zu dem Begriff des Blended Learnings beziehungsweise des dualen Lernens. Und ich erwähnte schon den Lerntransfer. Warum steht der so sehr im Fokus zurzeit? Die Erkenntnis ist natürlich erst einmal trivial, dass viele Unternehmen inzwischen gelernt haben oder bemerkt haben, dass das Investment in Schulung und Ausbildung häufig schon nach wenigen Tagen oder wenigen Monaten verpufft war und die Mitarbeiter, die vor wenigen Monaten noch irgendeine Schulung zu irgendeinem neuen Thema gehabt haben, es kurze Zeit später kaum noch in dem Umfang anwenden können, wie es wünschenswert wäre. Wenn wir uns einmal fragen, was die Kompetenz denn eines Mitarbeiters bedeutet, dann ist es die selbstorganisierte Handlungsfähigkeit in neuen Anwendungssituationen. Das heißt, der Mitarbeiter soll nicht einfach nur das wiedergeben, was er einmal in einer Schulung gelernt hat, sondern er muss dieses Wissen transformieren können in Handlungsfähigkeit in neuen Arbeitssituationen. Und wir müssen dafür sorgen, dass der Wissenstransfer in das Langzeitgedächtnis und damit in die Handlungsanwendung hineinkommt. Insofern, und das ist eine Wiederholung jetzt, Verringerung des Lernens auf Vorrat. Allerdings, und auch das haben wir in der Vergangenheit wenig getan, müssen wir Lerntypen berücksichtigen, denn es gibt ja sehr unterschiedliche Arten des Lernens, die nicht alle über einen Leisten geschoben werden oder gebrochen werden können. Und letztlich eben auch die Berücksichtigung der Lernkurve. Das heißt also, wir müssen wissen, dass ohne weitere Unterstützung des Behaltensprozesses ein entsprechender Lerntransfer nicht möglich ist. Wenn wir uns ja einmal angucken, was Blended Learning denn heißt. Blended Learning ist die ideale Mischung aus klassischen und neuen Organisationsformen, Methoden und Medien. Also Face-to-Face-Arrangements werden mit asynchronen und synchronen Medienarrangements verknüpft. Im Blended Learning haben eigentlich alle bekannten Techniken und Methoden oder Techniken eine Berechtigung, sei es das Internet und so weiter, Audio, Video, Bücher, schriftliche Texte und ähnliches mehr. Und letztlich ist es die Tatsache, dass Selbstlernphasen mit Situationen abwechseln, in denen der Lehrende den Ton angibt und daneben gibt es dann auch noch den Trainer, Lerner, den Lerner, Mentor oder Peer-to-Peer- oder Teamlernsituationen. Kurz, so hat es einmal Rothmeier definiert, alles ist möglich. Also Blended Learning ist nicht nur die Kombination aus Face-to-Face mit digitalen Lehr- und Lernformen, sondern es ist insgesamt die Kombination aller denkbaren und sinnvollen Lerntechniken, um zu einem optimalen Lern- und Behaltensergebnis zu kommen. Und dieses ist eigentlich der Schlüssel dafür, dass auf den Trainer zukünftig ganz andere Anforderungen zukommen. Und die andere Anforderung lässt sich zusammenfassen in dem Begriff vom Trainer zum Lernbegleiter. Der Lernbegleiter, oder man kann ihn auch Tutor nennen, hat die Aufgabe, das Lernverhalten der Teilnehmer
einerseits zu analysieren, also zu schauen, was für ein Lerntyp zum Beispiel der jeweilige zu trainierende oder zu schulende Mitarbeiter ist und daraufhin Lernmodule und Lernhilfen zu empfehlen. Grundsätzlich können wir zwischen einem realen und einem virtuellen Lernbegleiter unterscheiden. Der reale ist eben ein Mensch, der virtuelle ist ein Avatar oder wie wir ihn nennen wollen. Beide haben aber im Grunde genommen die gleichen Aufgaben. Wenn es darum geht, die Lernmotivation und Konzentration aufrechtzuerhalten oder noch effektiver zu gestalten, sind die Unternehmen mit Lernbegleitern besser beraten als mit dem Trainer. Denn Lernbegleiter individualisieren das Lernen. Die Teilnehmer haben einen ersten und direkten Ansprechpartner für nahezu alles. Das ist dann auch der Unterschied zum klassischen Präsenztrainer. Der klassische Präsenztrainer hat zwar seine Schäfchen im Rahmen der Präsenzveranstaltung alle vor sich, aber wenn diese nach ein, zwei oder vielleicht sogar drei Tagen beendet ist, dann laufen diese Teilnehmer in alle Richtungen des Unternehmens davon und er hat sie kaum noch vor sich. Die Möglichkeit digitaler Kontakte heißt aber, dass ich auch über Raum und Zeit hinweg noch Kontakte zu meinen Schülern und Auszubildenden haben kann und sie damit weiter begleiten kann. Insofern übernehmen Lernbegleiter zukünftig die Rolle des Moderators. Und damit wird das Konzept des selbstgesteuerten Lernens unterstützt. Denn wir werden zukünftig nicht mehr davon ausgehen können, dass das Lernen nur noch in den Phasen stattfindet, in denen ein Lehrer vor der Gruppe steht, egal ob in der Präsenzveranstaltung oder auch in einer virtuellen Veranstaltung, sondern wir werden einen großen Teil des Lernens auch in die Verantwortung des Lernenden hineinstellen müssen. Und nicht zu unterstützen, und da können wir uns gerne auch an unsere eigene Schulzeit erinnern, an das, was unser Lehrer, zumindest die Guten, mit uns gemacht haben. Wir sollten nicht unterschätzen, auch den Unterhaltungs- und Motivationsfaktor eines Lernbegleiters, der uns immer wieder zur Seite steht und den Stand unseres Lernens auch bewertet. Letztlich bedeutet das für den Trainer natürlich, dass um arbeitsstationale und anwendungsorientierte Lernprozesse gestalten zu können, muss der Trainer oder digitale Lerndesigner Lernarchitekturen aufarbeiten oder darstellen, also aus verschiedenen Formaten bestehende Konzepte entwerfen können. Er muss also deutlich umfangreicher ausgebildet sein, als das normalerweise beim Präsenztrainer der Fall ist. Viele Funktionen von Präsenztrainings werden durch Online-Trainings ersetzt werden. Das ist nun keine Neuigkeit mehr. Beim Online-Lernen auf Distanz werden aber Technik, Struktur und Visualisierung immer wichtiger. Das Charisma, die Spontanität und die Gruppendynamik verlieren an Bedeutung. Präsenztrainings werden dabei so zu gestalten sein, dass die Lerner die wertvolle Präsenzzeit vor allem dazu nutzen, vermittelte Theorien zu üben und Feedback auf die Anwendung zu erhalten. Das heißt also letztendlich Theorievermittlung über virtuelle, digital orientierte
Prozesse und Techniken. Und das Üben, 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 das heißt also das Einbringen in die Unternehmensrealität, erfolgt dann durch präsenzorientierte Veranstaltungen. Und letztlich, es ist eine Frage der Philosophie. Das Lernen ohne zu lehren lässt keinen Raum für Trainerzentrierung. Der Trainer wird also damit eher zum Lernermöglicher. Und insofern verändert sich auch seine Rolle und auch sein Bewusstsein, was er in den Lehrprozess mit einbringen muss. Das Problem dabei ist, dass Veränderungen stattfinden müssen. Normalerweise sind dabei Trainer Profis im Umgang mit Veränderungsprozessen, weil sie diese ja auch schulen. Häufig sind es allerdings Veränderungen, die andere betreffen. Es sind weniger die Veränderungen, die sie selbst betreffen. Und damit geht es letztlich um den grundlegenden Wandel des Selbstverständnisses des Trainerberufes, also von der Lehrdidaktik zur Ermöglichungsdidaktik zu kommen. Welche Kompetenzen braucht der zukünftige Trainer denn nun? Wir haben es schon erwähnt, also muss auf der einen Seite Lernarchitekturen denken und entwickeln können. Er muss selbstverständlich auch für die Zukunft weiterhin Präsenztrainings durchführen müssen und können. Er muss darüber hinaus Online-Trainings, also Live-Online-Veranstaltungen, bezogen auf Technik, Methodik und Didaktik beherrschen. Er muss ein grundsätzliches Know-how haben über die Verfügbarkeit oder auch die Entwicklung sogar eigener E-Learning-Module, Web-Based-Trainings, Schulungs- oder Lehrvideos und ähnliches, um damit eben auch die Selbstlernphasen der zu Trainierenden zu füllen. Und er muss in der Lage sein, ein informelles Selbstlernen anzuregen, zu begleiten, aber auch zu kontrollieren. Wenn wir uns dieses noch grobe Kompetenzraster eines zukünftigen Trainers ansehen, dann merken wir schon, dass doch ein großer Unterschied besteht zu dem Kompetenzraster, das sich aus der Fähigkeit ergibt, nur Präsenztrainings durchführen zu müssen. Und das macht auch oder hat auch einen Ausfluss oder Einfluss auf die Methodik, nämlich das Wie und die Instrumente. Ich muss also eine zielorientierte Anwendung von Lehr- und Lerninstrumenten im Lernprozess beherrschen. Und es hat eine Auswirkung auf die Didaktik, nämlich Inhalt und Ziele. Und gerade die Didaktik muss sich orientieren zukünftig sehr viel stärker, als wir das bisher getan haben, an den Lerntypen, weil ich natürlich auch zukünftig einzelne Lerntypen mit unterschiedlichen Lernangeboten versehen kann, durch digitale Unterstützungsmöglichkeiten. Ich muss weiterhin viel genauer, als ich das bisher getan habe als Trainer, Lernziele definieren und meine Schulungsaktivitäten an diesen Lernzielen orientieren. Und ich muss letztendlich auch Lerninhalte konzipieren und entwickeln können, die sich in unterschiedlichsten Lerntechnologien darstellen lassen. Insofern ist es eine Entwicklung, die sich von der Oldschool-Frontalschulung über interaktive Trainings hin zu Blended Learning ergibt. Und dann letztendlich endet im sogenannten Workplace Learning,
Das heißt also, das Lernen dort, wo auch die Anwendung stattfindet. Gestatten Sie mir zum Schluss, Ihnen eine kurze Story vorzutragen, die vielleicht dieses ganze Thema ganz gut beschreibt. Die gute Fee. Jahr ein, Jahr aus ging ein Mensch seinen alltäglichen Weg zur Arbeit. Die Straße wandelte sich im Laufe der Zeit. Nach einem Regenguss war sie nass und glänzend, im Sommer trocken und staubig. Auch die Bäume änderten sich mit der Zeit, im Frühjahr mit Blüten übersät, im Sommer mit schimmerndem Laub, im Herbst voll prachtvoller Früchte und kahl im Winter. Und manche dieser Veränderungen sah unser Mensch schon nicht mehr. Aber eines Tages sah er auf seinem alltäglichen Weg ein neues Geschäft, sein Blick wurde magisch angezogen von dem Werbeschild: Wir erfüllen Ihre Wünsche. Kurz entschlossen ging er in den Laden und sah ganz am Ende zwischen schönen Holzregalen und Grünpflanzen eine Ladentheke, hinter der eine rothaarige Frau stand. Vorsichtig näherte er sich der Theke und fragte die Frau, wie denn das Werbeschild vor der Tür zu verstehen sei. So wie es da draufsteht, sagte sie und lächelte. Er fragte noch einmal, ob denn tatsächlich seine Wünsche erfüllt würden. Und wieder lächelte sie verschmitzt und sagte, aber natürlich. Da fasste sich dieser Mensch ein Herz und wünschte sich Erfolg im Beruf, persönliche Weiterentwicklung und Zufriedenheit. Nach einer kleinen Weile legte sie den Kassenzettel und drei kleine Tütchen auf den Tresen. Er gab ihr das Geld und nahm die Tütchen immer noch etwas verwundert in die Hand. Auf dem Weg zum Ausgang riss er dann neugierig seine Wunschtüten auf, sah hinein und drehte sich enttäuscht zu der Frau um. Da sind ja nur Samen drin, beschwerte er sich. Aber sicher, hörte er da, ich verkaufe nur den Samen. Für die Pflege, das Gießen, das Umtopfen, das Düngen, die Ernte und das Genießen sind sie schon selbst verantwortlich. Das zeigt vielleicht bildhaft sehr schön, dass der Anteil des Selbstlernens oder des Selbstengagements zukünftig in einem anderen Licht gesehen werden muss, aus den beschriebenen Gründen der Rahmenbedingungen, die auch die Unternehmen meistens setzen, als das bisher deutlich geworden ist. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch eine kleine Geschichte anfügen, mit der ich dann mein Referat beende. Diese kleine Geschichte ist überschrieben mit dem Thema die Tür. Ein Student war auf dem Wege seiner wichtigen Prüfung. Als er durch die Gänge lief, fiel ihm eine Tür auf, die er zuvor noch nie gesehen hatte. Er wusste, wenn er durch diese Tür gehen würde, würde er ein erfülltes Leben haben. Glück, Zufriedenheit und alles, was er sich wünschte. Aber er musste ja zu seiner Prüfung. Und er sagte sich, nachher, nach der Prüfung gehe ich durch diese Tür. Und er ging nach der Prüfung wieder diesen Gang entlang, die Tür war weg. Einige Jahre später, er war Manager in einem großen Unternehmen, erfolgreich, anerkannt, beliebt, auf dem Weg zu einem wichtigen Geschäftsmeeting, er sollte grundlegende Entscheidungen für das Unternehmen getroffen werden. Und da war sie wieder, diese Tür, die Glückseligkeit verströmte und versprach. Und er wusste, wenn ich durch diese Tür treten würde, da wäre ich zufrieden, glücklich und so weiter. Und er sagte sich, nachher, nach dem Meeting habe ich Zeit, dann werde ich durch diese Tür gehen. Nach dem Meeting, Sie werden es ahnen, war die Tür weg, nicht mehr da. Viele Jahre später, unser Mann sitzt in seinem Garten auf einer Bank, schaut seinen Enkeln beim Spielen zu, hat alle Zeit der Welt und da ist sie wieder, diese Tür, die Glückseligkeit verspricht. Und er denkt sich, jetzt gehe ich hindurch. Und als er aufstehen will, versagen ihm die Beine. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen nachdenklich habe machen können über das, was auf uns zukommt, auf uns Trainer zukommt in der Zukunft. Und wenn Sie ein ausführlicheres Gespräch wünschen oder Fragen haben, dann kontaktieren Sie mich einfach unter Profitel und
Sie finden die Kontaktdaten auch auf unserer Homepage profitel.de. Soweit für heute. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.